Nazywa się Wanda Gruz. To jest jedyna siostry Brewna. Powinna ją siostra poznać, zanim złoży śluby. Nazywasz się Ida Levenstein. Nie powiedziały ci przez tyle lat. Jesteś Żydówką. W tym domu kiedyś mieszkała nasza rodzina. Tu nie mieszkali żadni Żydzi. Oboje wiemy, do kogo należą ten dom. No i co tu robisz? Jak zginęli. I grew up in an age of very virulent anti-Semitism. I didn't deny my Judaism, but I wasn't happy about being Jewish. What changed me was knowing what Hitler did to the Jews. I couldn't live with myself if I didn't do this. It was desperation time in Palestine, and I said, look, I know there's going to be a war there, and I'm a fighter pilot, and I want to go there. The 1948 war was the most significant of the Israeli-Arab wars. It was a matter of life and death. I was going to help the Jews out. I was going to help my people out. We landed at Natal, Brazil. Got to Casablanca, Rome. We headed one of the town. We weren't looking for trouble, but we were always looking for action. We were young, good-looking, had hair. We had a lot of testosterone, and we didn't want to waste it. The airplane just sunk like this. We were flying Molotov cocktail. I knew, that's it. You're going to die. You want to stop us? Shoot us down. I knew what had happened to other downed pilots, and I wasn't going to be taken prisoner. I said to the guys, we will never surrender. There will not be another Holocaust. Maybe God spared us in World War II so that we could help the remnants of our people survive. I was born to be here on that moment of history. Over 200 of these synagogues were built in Poland during the 17th and 18th century. But by 1942, every single one of them had been destroyed during the Nazi invasion. Nothing was left but ashes. The big dream is that one day we're going to build
one of these wooden synagogues as accurately as possible in Poland. All the way up. There was some timber framers saying, oh my gosh, there is no way we're going to get this done. And there's students who are scratching their heads saying, how do you hold an axe? This is not renegade art. This is not art that some artistic rabbi, you know, cooked up. It's borders and flowers and animals and circles and medallions. This painting is huge. This structure, because of the way that it was built, is endowed with exponentially greater value because everyone who contributed to making it is part of what it is. How often do you get a chance to reach deep into history and bring something back? Was kostet eigentlich hier eine Grabstätte? Jude sind Sie schon, oder? Auf dem Beweis ist das nicht unbedingt. Sie sprechen zwar Jiddisch. Aber was? Eichmann sprach auch Jiddisch? Warum gehen Sie nicht zum Geburtsort Ihrer Familie? Sascha hat ein neues Auto. Kann sie dahin fahren? Ich fahr dich. 1000 Euro plus Benzin und Spesen. 400 Euro plus Benzin und Spesen. 700 Euro plus Benzin und Spesen. 500 Euro plus Benzin ohne Spesen. Ich fahre mit dem Alten nach Dings. Du bist doch jetzt nicht mit meinem Auto nach Ungarn gefahren, oder? Womit denn sonst? Könnten wir uns darauf einigen, dass im Auto nicht geraucht wird? Vorsicht! Ist es tot? Ein Schwein spazieren. Du versuchst zu beweisen, dass du ein echter Jude bist? Und stopfst dich dann mit Schweinefleisch voll? Ich esse, was mir passt. Ich suche Gräber der Familie Teitelbaum. Es geht doch um seine Identität. Darum, dass man sie nicht anerkennen will. Ich habe sie mein ganzes Leben lang geleugnet, diese Identität. Du reist hierher. Ich will ein jüdisches Grab. Keiner glaubt mir. Dabei glaubst du noch nicht mal an dich selbst. Ich kann Ihnen ohne glaubwürdige Zeugen keine Judenbescheinigung ausstellen. Die Nazis haben uns damals weniger genau genommen. Ich erinnere mich nicht an das Lächeln meiner Mutter. Oder das Rascheln ihres Kleides im Wind. Ich erinnere mich nicht. Wenn du vergessen wolltest, wieso hast du sie nie wegmachen lassen? Diese Nummer ist das Einzige, was ich noch habe. Es gibt immer irgendwelche Überlebenden. Die wissen, wer man ist. Was wäre, wenn es eines Tages nur einen einzigen Überlebenden gäbe? Gute Frage.